Hallo ihr Lieben, das sind wir wieder. Heute mit besonders viel Liebe vom Chewy. Ich wurde gefragt, ob ich nicht ein Video zum Thema Kastration machen könnte und einfach mal mit euch darüber sprechen könnte und auch meine Meinung kundtun könnte, wie ich denn zur Kastration stehe und wie es bei Chewy und Yona da in der Hinsicht aussieht. Das mache ich natürlich verdammt gerne. Und bevor ich mit diesem Video anfange, wollte ich einfach noch sagen, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr Ideen habt, was ich denn machen sollte als Video, über was ich reden sollte, was ich zeigen sollte generell, dann schreibt es mir doch einfach in die Kommentare. Ich freue mich über jeden Vorschlag, den ich bekomme von euch und über jede Idee und versuche das dann natürlich auch zeitnah umzusetzen. Also immer her damit, ich freue mich einfach jedes Mal darüber. So, und jetzt fangen wir mit dem Video an. Wir wünschen euch viel Spaß. Zuallererst möchte ich einfach mal zwei grundlegende Sachen klären. Zum einen, was ist die Sterilisation und was ist die Kastration und was für Gründe könnte es denn geben, einen Hund sterilisieren, kastrieren zu lassen. Also, die Kastration ist die operative Entfernung der Keimdrüsen beim Hund. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, was sind die Keimdrüsen? Das ist ganz einfach. Beim Rüden sind es die Hoden und bei der Hündin sind es die Eierstöcke. Die werden operativ entfernt und dadurch wird dann einfach die Produktion von Sexualhormonen unterbunden. Somit hat der Hund auch keine sexuellen Neigungen, keine sexuellen Triebe mehr. Die Sterilisation ist einfach nur die Unterbindung der Keimwege. Das bedeutet, dass beim Rüden die Samenleiter unterbrochen wird und bei der Hündin die Eileiter unterbrochen wird. So können weiterhin noch Sexualhormone produziert werden, nur die Hunde sind einfach unfruchtbar in dem Sinn. In der Tiermedizin wird meistens die Kastration vorgenommen, da man ja das Sexualverhalten unterbinden möchte, beziehungsweise wenn es wirklich medizinische Gründe gibt, meistens etwas dann noch mit entfernt werden muss. Aber da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Also, ich habe jetzt mal so allgemeine Gründe rausgesucht, warum man denn einen Rüden, eine Hündin kastrieren lassen möchte oder muss. Und da wird dann oft davon gesprochen, dass unerwünschtes und übersteigertes Sexualverhalten unterbunden werden möchte, sexualhormonbedingte Aggression. Prostataerkrankungen können auch ein Grund sein und oft ist es auch so, wenn sich nur ein Hoden beim Rüden absenkt oder auch gar keiner, werden diese Hoden auch entfernt, dadurch, dass die immer noch im Bauchraum, im Bauchinnenraum drin liegen und es einfach zu warm für die Hoden ist und diese dann ausarten könnten und Krebs bilden können. Für die Hündin gibt es mitunter folgende Gründe, und zwar die Verhinderung von der Läufigkeit und der Trächtigkeit, eine hochgradige Scheinträchtigkeit, Zyklusstörungen mit Hautveränderungen und zyklusabhängige Gesäugetumore. Das sind jetzt natürlich nur ein paar Beispiele. Also ich kann jetzt natürlich nicht alles abdecken, sonst wird dieses Video stundenlang und ja, vielleicht hat einer von euch einen dieser Gründe gehabt bei seinem Hund oder auch einen anderen Grund. Da könnt ihr das auch gerne schreiben. Das würde mich eigentlich auch mal interessieren, aus welchem Grund bei euch der Hund kastriert wurde oder musste sogar. Ein weiterer Punkt von der Kastration ist natürlich, ab welchem Alter man denn einen Hund kastrieren lassen kann oder sollte. Und da kann man jetzt nicht wirklich ein richtiges Datum, ein richtiges Alter nennen. Das kommt immer auf den Einzelfall drauf an. Zum Beispiel braucht der Hund Geschlechtshormone, um im Wachstum die Ausreifung von seinem Körper und seiner Psyche zu fördern. Daher scheint es natürlich auch sinnvoll, wenn man erst wartet, bis der Hund ausgewachsen ist, damit natürlich die Psyche und die körperliche Ausreifung vollends entwickelt sind. Andererseits ist die soziale Reife mit etwa 1,5 Jahren erreicht. Das erkennt man dann meistens daran, dass der Hund anfängt, seine Stellung in der Rangordnung in Frage zu stellen und
Aufgaben wie zum Beispiel als Wachhund zu dienen, anfängt zu erfüllen. Dann gibt es dazu noch die körperliche Ausreifung. Die ist noch etwas später erst fertig bzw. abgeschlossen. Und zwar bei kleinen Hunden ab ungefähr 2 Jahren und bei größeren Hunden ab ungefähr 3 Jahren oder älter. Das kommt dann natürlich auch wieder auf diesen Einzelfall drauf an. Bei Hündinnen wird ja oft gesagt, dass die Kastration vor der ersten Läufigkeit die Häufigkeit für Gesäugetumore mindern kann. Jetzt stimmt das natürlich auch, aber man muss das mal im ganzen Großen sehen. Also ich habe jetzt bei meinen Online-Recherchen entdeckt, dass ungefähr 2% der Hündinnen diese Tumorentwicklung haben. Also das ist jetzt echt nicht viel. Und zumeist treten diese Tumore im Alter auf, also nicht bei den jungen Hündinnen, sondern wirklich bei den älteren Hündinnen. Können Spätfolgen bzw. Nachwirkungen passieren bei dieser Operation? Und da muss man natürlich sagen, es ist eine Operation. Es ist jetzt keine komplizierte Operation. Die meisten Tierärzte machen das öfters und wissen auch, wie sie das machen sollen. Aber klar, also die Narkose birgt immer ein Risiko. Man weiß einfach nicht, ob der Hund die Narkose gut übersteht oder nicht, ob er sie gut verträgt. Es wird richtig gut aufgepasst mittlerweile. Man muss echt nicht mehr viel Angst haben, aber es kann immer mal wieder was passieren. Zudem ist die Gefahr einfach da, dass es zu Nachblutungen kommen kann. Und da muss man dann natürlich auch besonders aufpassen, wenn man dann das Tier wieder bei sich hat, dass man einfach dem Tier viel Ruhe gibt und auch nicht zu viel von dem Tier von Anfang an verlangt. Also, dass man dann, keine Ahnung, eine Stunde spazieren gehen möchte, 2 Tage nach der OP, ist halt total unwahrscheinlich. Spätfolgen beim Rüden könnten sein, dass er an Gewicht zulegt natürlich und dass er träge wird. Also, dass man wirklich den Hund nochmal so richtig in Schwung bringen muss, dass er überhaupt aufstehen möchte, dass er was machen möchte. Und genau das Gleiche ist auch bei der Hündin so. In ganz seltenen Fällen kann es zu einer gesteigerten Aggressivität oder Angstverhalten kommen. Das kommt dann immer wieder auf den Charakter von der Hündin drauf an. Also das passiert auch wirklich nur in sehr, sehr seltenen Fällen. Da müsst ihr jetzt dann echt keine Angst haben. Es kann zur Harninkontinenz kommen, später im Alter. Was ich besonders wichtig finde, ist auch noch der Paragraph 6 des Tierschutzgesetzes. Der besagt nämlich, dass eine Kastration von Hunden, genauso wie die Kupierung von Ohren und Rute, sowie die Entfernung von Wolfskrallen unter das Amputationsverbot fallen. Also ohne triftigen Grund, ohne richtig wichtigen medizinischen Grund, psychischen Grund, sonstigen Grund, also wirklich ein triftiger Grund, ist es nicht erlaubt, ein Tier zu kastrieren, einen Hund oder eine Hündin zu kastrieren. Also nur weil man sagt, man hat jetzt keine Lust aus reiner Bequemlichkeit, dass die Hündin 2-mal im Jahr läufig wird, das ist einfach kein richtiger Grund für eine Kastration. Zudem muss der Tierarzt immer die Pros und Kontras dieser OP entgegensetzen und dabei sollte dann natürlich der Nutzen überwiegen, um wirklich so eine Operation rechtfertigen zu können. Also einfach nur, weil der Besitzer sagt, ich bin so bequem und der Tierarzt sagt, geil, ich krieg jetzt Geld für die OP, würde ich jetzt einfach nicht mein Tier kastrieren lassen. Da müsst ihr auch wirklich etwas aufpassen. Chewy ist nicht kastriert. Ich habe auch nicht vor, in nächster Zeit ihn kastrieren zu lassen. Ich habe für mich einfach beschlossen, solange Chewy nichts Gesundheitliches hat und keine Einschränkungen hat, dann wird er auch nicht kastriert. Er kommt super gut mit anderen Hunden zurecht. Er lag jetzt noch nicht leidend in der Ecke, weil eine läufige Hündin da war oder hat uns die ganze Wohnung voll gejault und hat dann nicht mehr gefressen und sonstiges. Also er kommt echt gut damit zurecht und das ist für mich auch das Wichtige und das ist der springende Punkt. Im Gegensatz dazu ist Jona kastriert. Jona ist auch aus dem Tierschutz. Sie wurde wohl von ihrer Vorbesitzerin auch schon kastriert, denn die Zeit, die sie im Tierheim verbracht hat, das war ein halbes Jahr. In der Zeit ist sie nicht läufig geworden
Bei uns ist sie nie läufig geworden. Das Tierheim wusste leider nicht, ob sie kastriert ist oder nicht. Aber seitdem Madame uns auch ihren Bauch zeigt, habe ich auch eine kleine leichte Narbe entdeckt. Dadurch und natürlich durch die Tatsache, dass sie einfach nicht mehr läufig geworden ist, kann man stark davon ausgehen, dass sie kastriert ist. Für mich ist es jetzt natürlich ein Riesenvorteil als Gemischt-Hunde-Rudelbesitzer, dass die Jona kastriert ist, denn sonst müsste ich echt darauf achten, dass Chewy und Jona getrennt werden, wenn Jona läufig ist. Weil ich möchte natürlich keinen ungewollten Nachwuchs und einer Hündin von 14 Jahren mit einer Herzschwäche tut man sowas sowieso nicht an. Ich sage jetzt nicht, dass ich generell gegen die Kastration bin. Das um Himmels Willen nicht. Ich lasse es jedem eigentlich seine Sache sein, ob er sein Tier kastrieren lassen möchte oder nicht. Ich finde, es sollte einfach nur einen wirklich triftigen Grund haben. Also aus reiner Bequemlichkeit das Tier kastrieren zu lassen, das sehe ich einfach nicht ein. Und da muss ich sagen, sehe ich auch ein bisschen rot. Aber bei allen anderen Gründen, da kann ich wirklich auch sagen, das verstehe ich. Und da will ich auch echt niemanden verurteilen, auch um Himmels Willen. Wie sieht es denn bei euch aus? Sind eure Hunde kastriert? Wie steht ihr zum Thema Kastration, Sterilisation? Beziehungsweise nicht Kastration, nicht Sterilisation. Habt ihr schon mal Erfahrungen damit gemacht? Berichtet mir doch bitte einfach mal. Also ich tausche mich sehr, sehr gerne über dieses Thema aus und ich bin für jede Meinung auch offen und würde mich einfach darüber freuen, wenn ihr mir schreiben würdet. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich konnte euch ein bisschen dieses Thema mal erläutern. Natürlich ist jetzt nicht alles felsenfest und super duper in Stein gemeißelt, was ich jetzt hier gesagt habe. Das sind einfach Sachen, die ich für mich gefunden habe bei meiner Recherche, da ich mich ja auch schon mal mit dem Thema befasst habe, gerade wegen Chewy und Jona. Und ja, also wie schon gesagt, ich will hier niemandem was vorschreiben. Ihr habt alle eure Meinung, das akzeptiere ich auch total. Da will ich auch niemanden ins Gewissen reden oder sonstiges. Mich interessiert es einfach nur, wie sieht es bei euch aus? Und dann würde ich mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch bitte einen Daumen hoch und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss!